Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, es hat doch noch geklappt. Gott sei Dank. Zwar ein bisschen spät am Abend schon, kurz nach 6. Aber das werden wir jetzt hier noch alles fertig machen. Wir werden jetzt hier schwaden, wir werden pressen. Und wir werden das alles einsammeln. Ja, wie gesagt, hat alles geklappt noch. Wir können hier schön Heu machen. Also werden wir uns wahrscheinlich, wenn es mit dem Verkauf vom Stroh und sowas nach Stroh sag ich schon und Getreide und so nachher auch alles gut klappt, dann können wir uns Anfang nächsten Jahres die Kühe holen. Dann könnten wir uns die Kühe holen. Ich bin mal gespannt, ob das denn auch wirklich klappt. Wie gesagt, Stroh, Heu, Silage hätten wir erstmal fürs Erste. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich nachher fürs Aufladen, wäre fürs Aufladen oder fürs Abladen, weiß ich noch nicht. Dann werden wir uns auf jeden Fall noch den JCB hochholen. Entweder es fürs Aufladen oder fürs Abladen, muss ich mal gucken. Ah, schade. Hätte ich früher einlenken müssen gerade. Naja, egal. Gut, zweimal Vorgewende. Geht er auf den Schlag hier. Sehr zügig. Ich habe den auch auf die breiteste Arbeitsbreite eingestellt, den Spader. Müssen wir mal gucken, ne? Auf 9,30 Meter, glaube ich, ne? Müssen wir mal einmal gucken. ,30 Meter, ja genau. Sollte der jetzt beiden Seiten eingestellt sein. Ist jetzt doof, dass jetzt da noch so eine kleine Ecke überbleibt. Oh. Seht ihr, das meinte ich. Wenn man den Schwader denn nicht ausmacht, dann passiert sowas. Das ist alles doof. Müssen wir das hier so einsammeln. Dann machen wir das so. So, dann sind wir hier fertig, dann können wir gleich rüberfahren zum nächsten Feld oder zur nächsten Wiese. Das einmal zusammenschwaden. Und dann kann die
Presse auch schon gleich wieder anrücken, denn nachher, ne? Also für die Fahrt klappen wir mal wieder zusammen. Dass es jetzt auch schon ein bisschen später ist, machen wir auch nochmal Rundumleuchter an. Ich glaube, ich muss mir auch nochmal eine Feldeinfahrt oder so basteln. Ui. Ich bin froh, dass das doch noch so geklappt hat mit dem Heumachen. Ich echt froh. Sonst müsste ich irgendwie an mir zweifeln, dass ich kein Heu mehr hinkriege. Sie haben ja alles sehr, sehr knapp berechnet auch, ne? Wie gesagt, wäre das jetzt nichts geworden, dann hätten wir Silage nochmal gemacht. Aber das wollte ich ja nicht unbedingt, ne? Wir haben zwar einmal Heu für die Schafe. Das ist auch mehr als genug. Das reicht auch erstmal locker für 2 Jahre oder 3 Jahre sogar. Also zumindest für die Schafe reicht das so lange. Ja. So, dann werden wir den mal wieder schön ausklappen. In die gewünschte Arbeitsstellung gehen oder Arbeitsbreite gehen. Fangen wir hier mal an. Das nehmen wir auch noch mit, was hier am Rand liegt, ne? Wir wollen ja nichts unnötig verschwenden lassen. Vielleicht werde ich auch noch mal in eine Wiese investieren. Vielleicht werden wir die Kleine dann noch mal wieder abgeben. Und vielleicht noch eine etwas größere kaufen. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin ja auch gespannt mit den Äckergras, wie das wird.
Ob das, wie gesagt, im nächsten Jahr noch mal einmal nachwächst. Im Frühjahr irgendwie, ansonsten, na gut. Wird es umgebrochen und dann kommt da Gras wieder rein. Ganz normales Gras. Wunderbar. Ich freue mich echt, dass das hier echt geklappt hat. Ein Glück, wie gesagt, den können wir uns ja wahrscheinlich Anfang nächster Saison im Frühjahr die ersten 20 Kühe mal holen. 20 Kühe reichen erstmal für den Anfang. Weil dann brauchen wir ja auch noch eventuell einen Einstreuer und Futtermischer. Da müssen wir mal gucken. Ne? Kostet auch noch wieder Geld. Supi. So. Du? Abhang? Rundballen arbeiten wäre natürlich nicht so geil. Die würden uns jetzt alle unten auf der Straße liegen, die Rundballen. Zumindest vom Hang her hier. Oh klar, jetzt geht das Handy wieder. Zack. Ja, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen nicht so schön. So. Oh, 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 oh. Muss ich hier oben ein bisschen so machen? Naja, egal. Gut, ich werde das jetzt noch fertig machen. Ist ja jetzt nicht mehr so viel. Weil wir sind irgendwie am Ende angekommen.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo. Würde mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.